Miotonic, Doppeltorschütze heute zur Halbzeit 0-0. Dann kam Miotonic, 20 Minuten später 2-0. Lag es nur an dir oder war es auch durch deine Spielerpersönlichkeit ein anderes Spiel dann? Ich denke nicht, dass es nur an mir lag. Also in der ersten Halbzeit, finde ich, haben wir auch kein schlechtes Spiel gemacht. Wir haben uns ein paar Torschüsse rausgespielt, dann noch den Elfmeter, wo im Nachschuss auch der Torwart stark hält. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir dann die Chancen genutzt. Also wenn man in der ersten Halbzeit früh das 1-0 machen, dann steht es wahrscheinlich auch 2-3-0 zur Halbzeit. Und so war es halt bis zur Halbzeit war es dann wirklich sehr, sehr knapp. Der Gegner stand sehr tief, haben uns auch ein bisschen schwer getan, da die Lücken zu finden. Haben dann nicht zu schnell eingespielt, aber vielleicht zu ungenau eingespielt vorne. Und dann haben wir da auch ein paar Ballverluste gehabt. Aber ich denke mal, dass wir defensiv alles im Griff hatten. Also gut, ein Pfosten-Kopfball oder Schuss. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber ich denke mal, dann in der zweiten Halbzeit haben wir nicht souverän zu Ende gespielt. Aber ganz ehrlich, dich muss es doch gejuckt haben in den ersten 45 Minuten auf der Bank gesessen. Du siehst, wie schwer sich deine Jungs da tun. Da leidet man da als Stürmer doch auch mit und will unbedingt rein. Ja, natürlich, aber nicht nur ich, sondern ich glaube, die komplette Bank leidet da. Wenn wir sehen, dass wir eigentlich auf ein Tor ständig spielen, aber irgendwie das Tor nicht machen. Und natürlich leiden wir da alle drunter. Aber ja, dafür ist halt auch die Bank da, wenn sie reinkommen, dass sie Vollgas geben und auch mal Spiele entscheiden. Jetzt habt ihr heute mit David Breik und mit dir zusammen mit zwei klassischen Strafraumstürmern gespielt. Ist es vielleicht auch ein Fingerzeig, gerade gegen solche Mannschaften, Oberachern kommt noch, wir müssen noch nach Dorfmerkingen, also auch Mannschaften, die eher tief stehen, dass das möglicherweise ein System sein könnte? Natürlich könnte es ein System sein. Es ist natürlich schwer, wenn der Gegner tief steht, dann ist es schwer, durch die Mitte flach durchzukombinieren. Und da müssen wir halt schauen, dass wir vielleicht über außen machen. Wir variieren, mal durch die Mitte, mal über außen hinterlaufen, Flanken schlagen. Und wenn die Flanken kommen, dann ist natürlich von Vorteil, wenn wir da einen Breik und mich vorne in der Box haben oder auch Dickelhuber. Allein auch von der Größe her. In dem Sinne, dann, wir freuen uns auf Ulm. Ja, wir auch. Alles Gute, danke Mio. Dankeschön. Auf die Blaue. Julian Leist, heute dein 100. Spiel. Als du reinkamst, die Haupttribüne stand, Standing Ovations und diesmal nicht für den Auswechselspieler für Niklas Kolbe, sondern für dich, der du reinkamst. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Ja, ich habe gesehen, dass von der Bank mein Trikot eben hochgehalten wurde. Da muss ich ehrlich gestehen, ist mir auch ein bisschen Gänsehaut über den Körper runtergelaufen. Weil schon seit Wochen das irgendwo Thema bei mir ist, dass ich mein 100. Ligaspiel für die Kickers noch bestreiten kann, das war auch mein Ziel und jetzt ist es natürlich umso schöner mit einem Sieg heute bei schönem Wetter, die Fans am Ende haben noch gefeiert, hätte ich mir nicht schöner vorstellen können. Wenn man so sich umhört, Fans, auch bei den Spielern, deine Rolle ist unheimlich wichtig, obwohl du selten auf dem Platz stehst. War das dir von Anfang an so klar, dass du unheimlich wichtig für die Kabine, der Papa in der Kabine vielleicht auch ganz wichtig für die vielen jungen Spieler sein wirst? Oder hast du dir heimlich dann nicht doch ein paar Minuten mehr ausgerechnet? Ja gut, ich sag mal so, als Fußballer möchte man immer spielen, egal wie alt man ist, ob man jetzt jung oder alt ist. Sonst hat man auch irgendwo seinen Job verfehlt, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt natürlich auch schon im fortgeschrittenen Fußballeralter, kann das alles ganz gut einschätzen. Wir haben die beste Abwehr der Liga. Die Jungs, die auf dem Platz stehen, die machen es gut. Und da bin ich jetzt einfach in der Rolle, um das auch anzuerkennen, den Jungs Tipps zu geben, zu unterstützen. Und ja, ich komme mit meiner Rolle trotzdem gut in der Mannschaft klar. Deine Rolle wird auch am nächsten Samstag sehr wichtig sein. Dann geht es gegen eine Regionalligamannschaft, Zweiten aus der Regionalliga. Gegen solche Mannschaften hast du schon so oft gespielt, weit über 200 Regionalligaspiele. Was gibst du den Jungs mit? Wie müssen die das angehen am Samstag? Ja gut, es ist ein Finale. Und da macht die Liga, glaube ich, erstmal spielt wenig eine Rolle. Wir spielen zu Hause in unserem Stadion. Das kann ein Vorteil für uns natürlich sein und das sind einmalige Erlebnisse oder ja, so einen Pokal mal in die Luft stemmen zu können. Und wenn wir uns so Bilder vor die Augen holen, glaube ich, ziehen wir auch positive Gedanken an, aber auch, dass wir auch befreit in das Spiel reingehen und einfach das Ziel haben, wir können was gewinnen, egal wie der Gegner heißt. Mit den Bildern, dem Pokal an der Hand, vielleicht sogar mit beiden Händen, gehen wir dann in die Woche rein und dann holt er vielleicht euch den Pokal. Gut, ja, wir werden nicht ins Spiel gehen und sagen, Ulm kriegt den Pokal, wir genießen mal jetzt 90 Minuten, sondern wir werden einen Fight bieten wollen und ja, mal schauen, wie es ausgeht. Auf die Blaue! Auf die Blaue! Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 35. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg zwischen den Stuttgarter Kickers und dem FV Lörrach-Brombach. Endstand vor 2020 Zuschauern 3-0 im Gazestadion auf der Waldau. Ich begrüße
alle Gäste oben in der Spielbank Business Lounge und ich begrüße natürlich ganz recht herzlich auch heute wieder beide Trainer, Gästecoach Erkan Aktas und Kickers-Trainer Mustafa Ünal. Ja, Erkan, 3:0 verloren bei den Stuttgarter Kickers. Wie fällt die Bilanz zum Spiel aus? Erstmal herzlichen Glückwunsch, Mustafa. Eigentlich ein verdienter Sieg für die Kickers aufgrund der Torchancen. Aber wir wollten hier nicht untergehen bei den Kickers und ich glaube, das ist uns gelungen. Wir haben gekämpft, wir haben probiert, Kickers immer wieder weh zu tun, mutig aufzuspielen. Phasenweise ist es uns gut gelungen, phasenweise nicht so. Aber ich sag mal, wenn wir 3-4 von unseren 100%igen Torchancen besser ausnützen, wird es noch richtig spannend hier. Als das Tor dann fällt, war mir dann bewusst, wird es wirklich schwierig, weil hinten raus hat uns auch die Kraft dann gefehlt. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit der Leistung. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht gerade noch kurz das Knöpfchen drücken, dann kriegen wir keine Rückkopplung. Ja, Mustafa, eine stabile Abwehr stand euch da gegenüber. Ihr habt Geduld gebraucht, die habt ihr gezeigt und natürlich auch die Einwechslungen von dir waren sehr erfolgreich. 3:0, dementsprechend zufrieden. Ja, auch hallo zusammen erstmal. Ja, mit dem Ergebnis sind wir zufrieden und auch hinten raus mit der Art und Weise, wie wir dann das Ding zu Ende gespielt haben. War natürlich schon sehr nervenaufreibend. Man merkt es, ja, die Tabelle, die Spiele werden immer weniger. Der Gegner steht sehr tief, da wird es schwierig, Räume zu finden. Das 1:0 machen wir nicht. Ja, auf den Dosenöffner haben wir gewartet. Wir haben gewusst, es kann auch dauern, bis der kommt. Haben es nicht gemacht, haben den Elfmeter auch nicht gemacht, dann kurz vor der Halbzeit. Hatten die ein oder andere Aktion, wo es eng wird, wenn wir da in Rückstand geraten, mit dem Ball, der im Pfosten fällt. Aber ja, das ist immer gut in die Halbzeit gekommen. Nach der Halbzeit war es weiterhin ein Geduldsspiel, haben wir gesagt, wir bleiben ruhig. Und wenn wir das so in der 85. machen, und das hat die Mannschaft dann wirklich gut gemacht. Wir haben den Kopf nicht verloren. Ja, es gab auch schon Spiele, da haben wir dann den Kopf verloren. Wir haben den Kopf nicht verloren, haben weitergespielt, haben Chancen ausgespielt, haben dann klar die Einwechselspieler. Haben das dann auch super gemacht, muss ich sagen. Waren dann viel unterwegs, haben uns viele Chancen ausgespielt und 3 davon gemacht. Und am Ende war es, ja, meiner Meinung nach ein verdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können. Aber wir sind froh, dass wir 3:0 gewonnen haben und sind zufrieden. 3 Tore geschossen, zumindest 2 davon waren auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Ich gucke mal in die Runde, vielleicht muss die von mir nochmal die Nachfrage. Du hast es gerade gesagt, die Spiele werden weniger. Man schaut natürlich doch auch auf Freiberg 0:0 heute. Jetzt seid ihr beide wieder punktgleich. Über das Torverhältnis müssen wir nicht sprechen. Aber wie geht ihr jetzt diese heiße Schlussphase an? Ja, wir wissen ja, dass es eng bleibt. Wir haben uns darauf eingestellt, dass es auch am letzten Spieltag entschieden werden kann. Und so geht man die Sache ran. Jetzt haben wir das Pokalspiel, auf das wir uns vorbereiten, wo wir uns drauf freuen, ja, wo wir eine ganze Wohl haben gegen einen starken Gegner. Und dann ja, haben wir die letzten Spiele noch 2-mal die Chance, da aufzuholen, beziehungsweise 3-mal. Kann ich hoffen, es ist okay. Eine Frage habe ich noch an Musti. Eine Woche Oberliga-Pause, ein Bonusspiel, so kann man sagen, für euch noch nächste Woche hier im Gazi-Stadion. Ich hoffe, alle kommen dann natürlich auch hier wieder hin, damit es auch ein Heimspiel wird im Pokalfinale gegen Ulm aus der Regionalliga. Wie geht man so eine Woche an? Wie geht man so ein Spiel an? 10.000 Zuschauer werden erwartet. Das ist ja schon ein Highlight jetzt auch für die Spieler, für dich als Trainer und natürlich für das ganze Umfeld. Ja, es ist ein Highlight, was ich die Jungs, die Mannschaft, der Verein, das hat sich jeder einzelne verdient. Ich habe ja schon mal gesagt, hier seit Jahren ist hier das Pokalfinale und wir sind in der Zuschauerrolle. Jetzt sind wir endlich dabei, ja, und haben wirklich wieder ein super Spiel, ein geiles Spiel und auf das freuen wir uns riesig. Vorbereiten tun wir uns ganz normal wie jedes Spiel auch. Wunderbar. Ich schaue in die Runde. Viele Gesichter, die Fragen schauen, aber keine Fragen mehr haben. Wunderbar. Dann geht's für euch am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen Astoria Waldorf 2 weiter. Ihr müsst auch noch gegen Freiberg spielen. Ihr wisst, um was es da geht. Dafür viel Erfolg. Die Kickers sind dann, wie gesagt, am Samstag wieder im Einsatz. Dann im WV-Pokalfinale. Und ich hoffe, da sehen wir uns alle wieder. Ja, die Vorfreude ist riesig. Es kann was Schönes passieren. Darauf freuen wir uns. In diesem Sinne allen ein schönes Wochenende und auf die Blauen.